Nein, nicht mal meinen Jump-Künsten. Oh, und jetzt auch noch lässt die Framerate langsam nach. Na, ganz toll. Das ist ein diagonaler Block, den müssten wir eigentlich durchs Normale springen können. Nein! Scheiße! Nein, 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 verdammt, 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 nein! Ich hätte doch alles zurücklassen sollen! Nein! Ach, verdammt! Ganz toll, wir haben jetzt auch kein Schwert mehr, weil wir nämlich beide dabei hatten. Oh, ich bin so blöd! Oh, verdammt! Verdammt. Ich nehme jetzt am besten gar nichts mit. Ich gehe einfach mal auf gut auf gut Glück mal rein. Wahrscheinlich wird es später mal. Das werde ich bereuen. 100 pro. Ich bereue es ja jetzt schon. Oh Mann, 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 nein. Und wetten, jetzt schaffe ich's. Naja, ich werde es ganz sicher jetzt schaffen. Ganz sicher. Und was sage ich? Du kannst mich mal. Ja toll, was soll der Mist denn? Ich hab nur eine Faust. So, jetzt habe ich noch einen Knochen. Geh doch jetzt endlich futsch. Ja, es ist okay, es ist okay. Labyrinth, have fun. Hoffentlich habt ihr Fackeln. Nein! Nein! Lasst mich raus! Lasst mich raus! Ich werd noch wahnsinnig. Ja, und was können wir jetzt verwenden? Wir haben auch keine Schwerter mehr. Ah, schöner Mist. Jetzt muss ich mich komplett eindecken. Und wenn ich jetzt abkacke, dann... Ja, ich würde sagen, dann... habe ich abgekackt. Ist mir jetzt wurscht, ich gehe jetzt auf... Und ich habe einen normalen Bogen. Oh, ich werde echt noch... Ich gehe lieber pennen. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Die Gast sind schuld. Ach, das ärgert mich, das ärgert mich, das ärgert mich. Ah, super. Und Fackeln haben wir auch keine. Super. Boah, am liebsten würde ich echt nochmal... hoch, vielen Dank. Ah, ich habe eine Fackel. Ja, das finde ich nicht toll. Ja, ach meine Güte. Moment mal. Das ist mir jetzt zu blöd. Sorry, aber das geht jetzt mir zu weit. Wisst ihr was? Das ist mir jetzt... doch noch mal etwas zu schwierig in dem Sinne, das Ganze hier ohne durchzumachen. Ich bin nach einem kleinen Aufnahmeschnitt wieder da, denn ich muss mir mal ganz kurz Schwert, Bogen und die 40 Fackeln zurückholen, weil, ja, es ist meine eigene Dummheit, aber hier die ganze Zeit abkacken, nervt mich auf Dauer. Vielleicht ist es für euch ganz lustig, aber für mich, ja, nicht wirklich. Also, bis gleich. So, und zurück mit Steinschwert, Fackeln, Bogen. Ich habe
mal hier etwas bewegt und wollte es einfach mal leichter. Jetzt können wir wieder hochstellen. Weil jetzt kann ich mich nämlich auch wehren. Und ich fand das einfach zum Heulen. Ha! Jetzt habe ich ein Schwert. Also geht ja zurück. Sag mal! Das ist aber unhöflich. Ja, und gleich von zwei. Da wird man doch... Wird man da wahnsinnig? Ja, man wird das. Immer gut zu wissen, dass Zombies da sind, die man nicht sieht. Ey, das ist doch... Hm. Haben wir es jetzt bald einmal. Vor allem, wo spawnen die eigentlich? Ah, da ist der ja. Ah. Falle? Nö. Das war ja schon fast zu einfach. Für ein Labyrinth. Die Arbeiter haben dieses Labyrinth gebaut, um die Reichen zu töten. Meinetwegen. Aber was ist bloß mit den Arbeitern geschehen? Darauf gibt's erstmal eine Pilzsuppe. Begib dich zur Mine, da warten weitere Anweisungen. Na, meinetwegen. Ah. Hä? 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 Was ist jetzt das bitte? Ah. Das ist aber... Was? Das ist eine ehemalige Arbeiterzelle. Irgendwie ist es hier gespenstisch. Aber ich muss hier wohl schlafen. Hui. Ah, Alter. Schönes Ding, schönes Ding. Und noch ein Diamantschwert. Hm. Ja, das Flint and Steel habe ich jetzt leider vergessen. Das ist jetzt... Das ist Feuer. Ach komm, ihr könnt mich mal. Ach. Oh. Verdammt, ich habe ja noch den Spawner-GUI drin. Nein! Oh, weg, 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 weg. So, das spawnt jetzt nichts mehr. Kapiert? Lasst mich bitte nochmal durch. Da hinten wartet ja schon ein gutes Publikum auf mich. Oh, oh, ich glaube da... Ich hab's. Doch schon gehört. Eine Falle. War klar. So. Da wird es gleich wieder nach einer gewissen Zeit erst die Tür aufgehen. Ui! Hey! Bist du immer noch nicht tot? Jetzt hat. Ey, also das ist... Die Arbeiter waren ziemlich einfallsreich. Ja, kann man so sagen. Besonders wenn ein Creeper die Tür wegsprengt. Ihr dürft in dieser Mine keine Erze abbauen. Und passt... Auf, vielleicht sind ja noch Arbeiter hier. Ach, wirklich? Glaube ich nicht wirklich. Oder sind das Zombies? Ey!
Ne, komm, das waren doch Header alles. So. Jetzt verhalte ich mich genau wie die ehemaligen Skelette. So. Und weiter. Also. Helme aufsetzen, TNT-Gefahr. Ihr dürft in dieser Mine 20 Steine legen. Legt bedacht. Ihr dürft in dieser Mine 2 TNT legen. Meine Güte, was wollen wir denn mit den ganzen Diamantschwertern? Header. 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 Na, das war kein Header. Aber jetzt ging's voll in die Fresse. Ich muss mal Sachen ablegen, wie wär's? Finde ich jetzt nicht toll. Ja. Ja, also da war ein Creeper schuld. Tut mir leid. Da muss ich jetzt zum eigenen Spiele wohl. Ich habe nichts gemacht. Ja, da kann jetzt nichts mehr passieren. Oh ja, stimmt. Ah ja, ich glaube, der Spawner ist genug ausgeleuchtet. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir mal das hier. Ein paar Stacks Pfeile. Lassen wir hier die zwei Bretter. Toll, das TNT kann ich ohne... nicht anzünden. Toll. Das Flinten Steel ist das Wichtigste wahrscheinlich hier. Ey, so ein Mist. Das heißt, wir bräuchten eigentlich Redstone dadurch. Aber Redstone haben wir nicht zur Verfügung. Moment. Ich könnte doch eigentlich auch vorne ablegen in der Kiste. Das wäre doch vielleicht irgendwie ein bisschen schlauer, als die ganze Zeit dann hier hinter rennen zu müssen, oder? So, da kommt die Redstone-Leitung. Deswegen. Ja klar, dadurch braucht es auch immer so lang. So. Finde den Panic Room. Der Arbeit da und schau nach, was dort passiert ist. Viel Glück. Ja, das werde ich wahrscheinlich brauchen. Zwei TNT darf ich setzen. Weiß aber nicht viel. Ah! Doch. Ich wollte gerade sagen, nein. Aber jetzt sage ich doch. Doch. Ich denke mal, die Diamantschwerter können wir auch hier drin lassen. Ein Diamanthelm. Ein paar Stacks Pfeile. Die Schale. Das kann man ja noch ein bisschen stacken. Das Auge. Nochmal den. Dick, 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 dick. Ja, das Diamantschwert könnte ich vielleicht auch hier lassen. Leitern. Also ich hoffe, wir kommen hier nochmal zurück, denn ich würde die Sachen ganz gern mitnehmen eigentlich. Wird das hier jetzt Höhlenerkundung oder was? Also ich soll einen Panikraum finden. Panikraum. Kommt er vielleicht zu mir? Wenn ich ihn höflich drum bitte? Aber ich glaube, der Creeper will erstmal was auf die Fresse. Genau wie der Zombie. Ja, und der will noch einen genauen Augenshot. Komm. Guck her. Zack. So, genau ins Auge. Hehe. Gut, dann würde ich sagen, hier nochmal eine Fackel hin und da will ich jetzt nicht runter. Und da ist Lava. Aber das Redstone. Nee. Das kann nichts Gutes heißen. Oder? Kann das was Gutes heißen? Kann das sein, dass hier vielleicht das TNT gesetzt werden kann? Warte mal, vielleicht? Nee, ist leider nicht schnell genug. Naja, gucken wir mal vielleicht einen anderen Gang. Ich wette, da war's, für die, die die Map schon gespielt haben. Ich bezweifle, dass einer meiner Zuschauer, diese Map schon gespielt hat. PS, keiner mag Feuerteufel. Erinnere dich an die Regeln. Let's burn. Mhm. Sollte ich vielleicht
Also ich hätte nicht gedacht, dass es solche Spawner auch gibt, die gar keinen Sinn ergeben. Vielleicht bin ich da mal wieder etwas uninformiert, wie sonst auch immer. Geht doch. Aber ich hätte nicht für möglich. Hä? Ein Treffer? War der schon so vorgeschwächt? So, also da hinten ist mal der Panikraum. Und ja, dann würde ich sagen, wie hier steht, let's burn!